dieser dritte und letzte Teil geht jetzt wirklich darum, warum viele Leute das Gefühl haben, ich brauche noch kein Gehörgerät, ich bin doch noch nicht zu alt. Und das ist eigentlich eine Umsetzung dessen, was der Titel dieser Präsentation aussagt, nämlich zu jung für ein Hörgerät. Jeder Mensch, selbst wenn er 85 ist, fühlt sich zu jung, um ein Hörgerät zu tragen. Also es geht hier nicht nur um die Jugend im Titel, sondern es geht generell um alle. Und das Problem ist das Stigma, das Hörgeräte mit sich bringen. Wenn wir diese wunderhübsche Prinzessin ansehen hier, wir sind doch alle kleine Prinzesschen oder Prinzen und wir sehen uns gerne so wie diese Dame hier, kleines Krönchen auf, hübsche Erscheinung, und wir haben dann das Gefühl, wenn ich Hörgeräte oder wenn ich eine Schwerhörigkeit habe, dass Folgendes passiert. Wir werden auf einmal alt und hässlich. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mehr Falten besitze oder auf einmal Krähenfüße entwickle, sondern schlicht und einfach allein das Hörgerät, allein die Tatsache, dass ich eine Hörschädigung habe, macht mich schon alt. Und ich glaube, hier liegen die meisten Leute einer Fehlinterpretation von Hörgeräteanpassung auf, weil eine Hörgeräteanpassung ist in erster Linie eine Hilfe, wieder zu hören, und vor allem, was man nicht vergessen darf, es ist ein Training fürs Gehirn. Weil wenn ich weniger höre, bekommt mein Gehirn weniger zu tun, weniger Input. Mein Nerv liefert nichts mehr in gewissen Frequenzen und das baut dann auch gewisse Strukturen im Kortex, im auditiven Kortex, im Gehirn ab. Und nur durch die Versorgung mit Hörgeräten oder anderen Möglichkeiten, das Gehör wieder zu verbessern, habe ich auch die Garantie, dass diese Nerven wieder Signale ans Hirn liefern, und nur durch diese kontinuierliche Versorgung des Gehirns mit Signalen wird mein Gehirn auch wieder trainiert und neue Synapsen oder alte Synapsen wieder aufgefrischt oder wieder aktiviert. Und dementsprechend kann man durchaus sagen, mit den modernen Hörgeräten, so wie sie heute sich darstellen, sei das in verschiedenen Farben und Formen oder Immer-Geräte, kann sich jedes Prinzesschen und jeder Prinz weiterhin auch als Prinzesschen oder Prinz sehen, ohne dass hier eine Gefahr besteht, dass man sie aufgrund der Hörgeräte als alt abtun würde. Es ist eher so, dass das Umfeld Leute, die nicht gut verstehen, ins Abseits drängt, weil es ist immer unangenehm, wenn ich einen Satz 3-4 Mal wiederholen muss, weil ich bei jedem Satz, den ich sage, zuerst mal die Frage bekomme, hä, was haben Sie gesagt? Oder ich habe Sie nicht verstanden oder ich habe dich nicht verstanden. Das macht man so 2-3 Mal mit und dann wird das mühsam. Und mit Hörgeräten ist dies mit Sicherheit weniger bis überhaupt nicht mehr der Fall. Wie wirkt sich eine Schwerhörigkeit aus? Ich habe hier eine visuelle Interpretation genommen, die Sie vielleicht kennen vom Optiker her. Auf der linken Seite hier sehen wir einen Normalhörenden, der noch bis ganz unten das durchlesen könnte. Das wäre eine Schwersichtigkeit beim Optiker. Und bei uns natürlich eine Schwerhörigkeit, und zwar eine Schallleitung-Schwerhörigkeit. Das heißt, wenn ich mir die Ohren zuhalte, höre ich einfach weniger gut. Das heißt, ich sehe weniger gut, ich sehe unten nicht mehr genau und erst oben kann ich wieder anfangen zu sehen. Und das ist bei einer Schallleitung-Schwerhörigkeit genauso. Mit mehr Lautstärke könnte ich wieder hören und verstehen. Wie gesagt, diese Fälle sehen wir sehr wenig bei uns im Hörgeräteakustiker-Fachgeschäft. Diese Leute können sehr oft beim Arzt, sei es operativ oder ab und zu auch rein durch eine Reinigung des Gehörs, wieder besser hören gemacht werden. Was wir sehr häufig sehen, ist diese Geschichte. Der Optiker hat das so gut wie nie, nämlich dass gewisse ganz, ganz kleine Buchstaben immer noch gesehen werden können, aber nicht wirklich regelmäßig. Und das wäre dann eine sogenannte Schallempfindungsschwerhörigkeit, eine sensorioneurale Schwerhörigkeit. Und diese Schwerhörigkeiten sind die, die wir hauptsächlich sehen im Hörgeräteakustiker Fachinstitut und welche wir dann mit unseren Hörgeräten auch dementsprechend versorgen können. Wie gesagt und mehrfach erwähnt, auch schon bei den Chats, ist es so, dass eine Beratung eminent wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt, der Akustiker sich Zeit nimmt für Sie. Wir machen dann ein Beratungsgespräch, eine Anamnese, also zuerst mal die medizinische Geschichte abklären, zusammen natürlich mit dem Arzt in diesem Falle, ganz wichtig für uns. Und dann kommt eine Bedürfnisanalyse. Was ist ganz wichtig für Sie? Wo liegen Ihre Probleme? Und anhand dieser Bedürfnisanalyse kann der Akustiker oder die Akustikerin dann Ihnen Vorschläge unterbreiten und zusammen mit Ihnen erarbeiten. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf etwas hinweisen, auf das wir jetzt im Detail nicht eingehen werden heute, aber das ist mit Sicherheit ein Thema, das in einem zukünftigen Expertenchat im Detail erklärt werden kann. Das ist die 3-Phasen-Hörgeräteanpassung, unser Anpassstandard bei Neuroth. Und hier geht es darum, dass man sich wirklich klar und bewusst ist, dass eine Hörgeräteanpassung eine Art Therapie ist, weil man sich an die Geräte wieder gewöhnen muss, aufgrund dessen, dass wenn sie zu uns kommen, sie sich an einen gewissen Hörstandard gewöhnt haben und das ist der Standard, den sie haben mit ihren geschädigten Ohren. Und mit einem Hörgerät mache ich generell lauter und das ist anfänglich gar nicht so angenehm. Und über eine gewisse Zeit, und Sie sehen hier so Kurven, das ist eine Tragezeit von etwa 4 Stunden pro Tag, hier eine Tragezeit von bis zu 12 Stunden pro Tag, kommt eben das normale Gehör mit Hörgerät immer näher an einen normalen Höreindruck heran und nach ungefähr 6 Monaten können wir sagen, bei täglichem Tragen des Hörgerätes hat sich das Gehör so an das Hörgerät gewöhnt, dass sie sich eigentlich mit dem Hörgerät einen normalen Höreindruck haben und ohne Hörgerät dann das Ganze zu leise wird. Das werden wir in einer anderen Session dann mal im Detail erklären und auch die 3 Phasen, die sich hier zwischen 0 bis 6, 6 bis 12 und 12 bis 24 Wochen manifestieren, im Detail erklären können.